Kiezfunk von der Linken Tempelhof Schöneberg. Kommunal, lokal und dabei. Willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer zum Kiezfunk Tempelhof Schöneberg, der Linken in Tempelhof Schöneberg. Wir möchten heute sprechen um ein Thema, das sich ein bisschen schwierig fassen lässt. Grob gesagt, es geht um den Tempelhofer Damm, der T-Damm. Und dafür haben wir heute zwei Gäste da. Einmal Jens Steckel. Er ist vom Netzwerk Fahrradfreundliches Tempelhof Schöneberg. Und wir haben Philipp Bertram. Er ist Abgeordneter der Linken im Abgeordnetenhaus von Berlin. Und die Themen zum T-Damm, einfach um ein paar Stichworte zu nennen, sind, also es geht um Verkehr, es geht um Fahrradwege, um auch den Autoverkehr, Parkraumbewirtschaftung, es geht aber auch um Einzelhandel. Also der Tempelhofer Damm ist ein relativ großes Feld. Wir werden es versuchen, inhaltlich zu füllen jetzt im Verlauf. Und jetzt übergebe ich aber auch erstmal zur Vorstellung. Jens, kannst du dich mal kurz vorstellen? Also die Frage, wer bist du, was machst du und was hast du eben mit diesen Themen, diesen Stichworten, die ich genannt habe, zu tun? Ja, hallo. Danke, dass ich hier mit dabei sein darf. Ich bin seit etwa 30 Jahren Tempelhofer und beschäftige mich seit 2017, seitdem das Netzwerk Fahrradfreundliches Tempelhof Schöneberg gegründet wurde, hier mit Verkehrsthemen innerhalb unseres Stadtbezirkes. Das Netzwerk Fahrradfreundliches Tempelhof Schöneberg ist Teil von Changing Cities und Changing Cities wiederum ist Nachfolgerin von dem Volksentscheid Fahrrad. Das ist diejenige Organisation, die 2016 die Unterschriften gesammelt hat für ein Radgesetz, später Mobilitätsgesetz bezeichnet und sich darum bemüht hat, dass wir hier in Berlin bessere Radinfrastruktur bekommen, mehr für die Sicherheit von Radfahrern tun und so weiter. Okay, danke schön. Dann Philipp, auch an dich die Frage. Ich wiederhole nochmal, also wer bist du? Vielleicht kannst du das nochmal auch erläutern, wie Jens das gemacht hat. Was machst du und was hast du eben mit diesen Themen zu tun? Ja, also Philipp, mein Name, Philipp Bertram. Ich bin für uns hier, unseren Bezirksverband, seit 2017 im Berliner Abgeordnetenhaus und habe auch seit 2017 mein Stadtbüro, mein Bürgerbüro hier in der Nebenstraße vom Tempelhofer Damm und beschäftige mich seitdem politisch ganz intensiv mit diesem Thema, auch mit den Entwicklungen, die es eben gegeben hat über Initiativen, Anträge in der BVV, aber eben auch Gesprächen und Diskussionen, die wir dazu auf Landesebene hatten. Mein persönlicher Bezug, und deswegen verstehe ich so viel, was hier passiert, ich habe selbst jahrelang am Tempelhofer Damm gewohnt, kenne die Ecke sehr, sehr gut und weiß auch, was die Menschen hier damit verbinden, was sie aber auch belastet. Okay, auch danke an dich. Dann wollen wir einfach mal ins Thema einsteigen. Ich würde einfach vorschlagen, wir nehmen erstmal das Fahrradthema. Also es geht ja nicht nur um den flüssigen Verkehr, also nur flüssiger Verkehr, das ist es nicht. Warum ist das Thema Fahrrad, Fahrradwege, du kannst auch gerne nochmal erläutern, vielleicht ein paar Stichworte nennen, Jens. Warum ist das Thema so wichtig? Ja, wir haben ja gemeinsam die ganze Zeit Probleme vor Augen wie den Klimaschutz. Wir haben gemeinsam vor Augen, dass wir eine Verkehrswende betreiben müssen, alleine um das Klima zu schützen und sehen, dass unsere Stadt 70 Jahre lang als autogerechte Stadt aufgebaut wurde. Und das sehen wir auch ganz konkret am Tempelhofer Damm. Der Tempelhofer Damm ist eine große Verkehrsachse, die hat 6 Fahrstreifen. Davon werden 2 zum Parken benutzt und je 2 je Richtung werden zum Fahren benutzt, und zwar zum Fahren für Kraftfahrzeuge. Und der Radfahrende findet sich auf der Fahrbahn faktisch nicht wieder. Er muss in irgendeiner Art und Weise mit dem Kraftfahrzeugverkehr mitschwimmen. Auf der rechten Seite läuft der Radfahrende Gefahr, dass sich öffnende Autotüren ihm in die Bredouille bringen. Auf der linken Seite wird er zu eng überholt und traut sich letztlich auch kaum, dort lang zu fahren. Wer traut sich im Moment? Im Moment trauen sich mutige und selbstsichere Radfahrende, dort lang zu fahren. Aber diejenigen, die wir jetzt im Zuge einer Verkehrswende und im Zuge eines höheren Radverkehrsanteils in der Stadt eigentlich gewinnen wollen, dass sie zukünftig Rad fahren, nämlich unsicherer oder ältere oder die noch gar nicht Rad gefahren sind, die kommen nicht auf den Tempelhofer Damm. Für die ist das viel zu gefährlich. Und deswegen ist es eine Aufgabe, dass wir Radinfrastruktur schaffen, bei denen genau die Zielgruppe, die also jetzt noch unsicher sind oder sich noch gar nicht trauen, gute Angebote erhalten. Und deswegen muss diese Verkehrsinfrastruktur der autogerechten Stadt, also jetzt 6 Fahrstreifen für Kfz, so verändert werden, dass mehr Platz für die schwächeren Verkehrsteilnehmer zur Verfügung steht.
Und das ist einmal der Radverkehr, aber dem Fußverkehr natürlich auch. Der Fußverkehr ist im Moment ja auch oft eingeschränkt und dem sollte man auch etwas mehr Platz und insbesondere auch bessere Aufenthaltsqualität zukommen lassen. Das ist die Aufgabe, die jetzt vor uns steht und dieser haben wir uns als Netzwerk Fahrradfreundliches Tempelhof Schöneberg jetzt in den vergangenen 4 Jahren konkret am Tempelhofer Damm gewidmet. Okay, also ich persönlich bin jetzt ein nicht so aktiver Fahrradfahrer, aber ich fahre doch ab und zu Fahrrad, also schon irgendwie Strecken in Berlin zurücklegen, nicht nur so zum Spaß. Und was mir als erstes dazu einfällt, irgendwie Stichwort schlechte Fahrradwege, sind zum Beispiel auch irgendwelche Wurzelschäden, sodass man gar nicht so flüssig Fahrrad fahren kann. Versuchen wir das mal so zu fassen, dass auch diejenigen, die uns zuhören und nicht so aktiv Fahrrad fahren, das Thema auch ein bisschen besser verstehen. Also warum sind gute Fahrradwege, ich denke auch nicht nur flüssiger Verkehr, so dass keine Wurzeln sind, sondern vielleicht auch die Breite, warum ist das so wichtig? Versucht das mal wirklich auf einer sehr einfachen Basis darzulegen, warum Fahrradwege anders sein müssen als vielleicht vor 10, 20, 30 Jahren. Blick zurück, da sehen wir Fahrradwege, die sind 80 cm oder 1 Meter breit, inzwischen, weil 30 Jahre lang nichts instand gehalten wurde, von Wurzelaufbrüchen gezeichnet, zu schmal, gehen um irgendwelche Kästen, Masten rundherum, sind unsicher, sind schwer einzusehen, gehen hinter Parkstreifen, führen dazu, dass an Kreuzungen man übersehen wird, führen zu schweren Unfällen bis zu Toten durch insbesondere die Abbiegeunfälle. Das ist etwas, was viele Leute davon abschreckt, überhaupt aufs Rad zu steigen. Der neue Radweg oder die neue Radinfrastruktur, die die Leute auf das Rad lockt, sieht aus 2,30 Meter breit, gut sichtbar, Hochbordradweg oder geschützter Radfahrstreifen. Ein geschützter Radfahrstreifen ist ein Bereich auf der Fahrbahn unten und durch Poller oder andere geeignete Maßnahmen vom Kfz-Verkehr abgetrennt, wo man sich gegenseitig überholen kann, wo es so breit ist, dass man sich auch sehr sicher fühlt, wo man gut gesehen wird, wo man an Kreuzungen auch gut gesehen wird und wo sich Leute auch trauen, zum Beispiel 11-jährige Kinder mitzunehmen oder auch eine 70- oder 75-jährige Seniorin einfach Rad zu fahren. Das ist die Vision. Da müssen wir hin, da wollen wir hin. Und das steht auch im Mobilitätsgesetz. Im Mobilitätsgesetz haben wir folgende Aspekte drin stehen. Da sollen also Radschnellverbindungen geschaffen werden. Das sind Verbindungen, die sind über längere Strecken geeignet, zum Beispiel zum Berufspendeln. Dann soll ein sogenanntes Vorrangnetz geschaffen werden. Das hat eine etwas noch größere Breite, als ich eben sagte, nämlich 2,50 Meter je Richtung. Und an den Hauptverkehrsstraßen, dazu gehört unter anderem auch der Tempelhofer Damm, sollen auch Radwege, Hochbord oder Radfahrstreifen, Geschützte geschaffen werden, damit man in die dortigen Nahziele kommt. Und dann gibt es noch das sogenannte Nebennetz. Das sind alles Aufgaben, die bieten zum Schluss ein schönes, großes Ganzes, nämlich ein Radnetz für Berlin, was ein sehr gutes Angebot darstellt an die jetzigen noch nicht Radfahrenden oder unsicher Radfahrenden, damit man sie positiv vom Autofahren weglockt und aufs Rad bringt. Und diese Vision würden wir gerne als Netzwerk und als Changing Cities verfolgen und würden das sehr gerne nach vorne bringen und unterstützen. Okay. Und Philipp, jetzt mal die Frage auch an dich gerichtet. Du hast ja dein Büro erwähnt, das ist nicht weit weg vom Tempelhofer Damm. Ich habe auch gesehen, dort, du hast mehrere Plakate. Eins davon ist für sichere Fahrradwege, beziehungsweise sicherere Fahrradwege am Tempelhofer Damm. Ich nehme an, wenn du das Plakat hängen hast, dann bist du auch für diese Ausbau der Fahrradwege, dass sie besser sind, breiter, sicherer. Wie stehst du zum Tempelhofer Damm, zu den Fahrradwegen? Und die anschließende Frage, kannst du vielleicht, weil ich ein paar Stichworte genannt habe, etwas mehr zum Tempelhofer Damm sagen? Also Tempelhofer Damm sind Radwege wichtig, aber es ist mehr als Fahrradwege. Wie ist deine Position zu der, ich sag mal, Infrastruktur? Das waren ja ziemlich viele Fragen, ne? Also ich versuche mal anzufangen. Ich glaube, das, was gerade vorher beschrieben wurde, ist vollkommen richtig. Das eine ist, erstmal Sicherheit zu schaffen für diejenigen, die sowieso schon Fahrrad fahren im Moment und eben über sichere Infrastruktur neue Menschen dazu zu bringen, auch das Fahrrad umzusteigen. Ich selber habe die Touren über den Tedam auch hier zum Büro immer als Nahtoderfahrung beschrieben. Das war sie. Und es geben mir auch Menschen, die hier ins Büro kommen, immer wieder recht, weil dieser Tempelhofer Damm
einfach unmöglich strukturiert ist für Menschen, die sich auf eine andere Art und Weise fortbewegen als im Auto. So. Und nichtsdestotrotz ist für alle Menschen, die hier in diesem Stadtteil wohnen, aber auch darüber hinaus, sei es im Süden oder so, dieser Tempelhofer Damm einfach eine Verkehrsachse, auf die sie angewiesen sind. Entweder weil sie hier zur U-Bahn kommen müssen, zum Bus oder weil die ganzen Geschäfte oder ein Großteil der Geschäfte nun mal hier ist und ich auch, sage ich mal, hier ein Nahversorgungsgebiet habe. So, und diese Straße hat eben zweierlei Entwicklung genommen. Das eine ist diese Hauptverkehrsachse Nord-Süd, Süd-Nord, wie auch immer, und hat dafür einen bestimmten Zweck erfüllt. Und gleichzeitig führt sie eben durch einen Stadtteil, der ziemlich in sich geschlossen ist. Wir haben im Norden des Stadtteils zum Beispiel hier den Autobahnring. Dann haben wir an der einen Seite eine S-Bahn-Begrenzung. Im Süden läuft der Kanal lang und so ein bisschen fühlen sich manche hier auch in Anführungszeichen wie auf einer Insel. Und umso mehr kommt da ins Spiel, dass ich zu diesem Ort muss. Und auch vielleicht, um aus diesem Ort herauszukommen, am schnellsten auch die Hauptverkehrsachse nutzen möchte. So. Und umso mehr stellt sich hier natürlich auch die Frage, wie geht man mit den Wünschen und Bedarfen der Bevölkerung hier um? Und ein Punkt, der dazugehört ist, hier wohnen schätzungsweise knapp über 30.000 Menschen in diesem Stadtteil. Der geringste Teil davon hat tatsächlich ein eigenes Auto. Aber die Frage, die eben gerade auch aufgemacht wurde, ist, wie strukturieren wir den öffentlichen Raum, den wir zur Fortbewegung nutzen oder nutzen müssen? So, und in dem Sinne ist es eben klar, dass wir uns hier jetzt verändern müssen, auch vor dem Hintergrund. Und ich habe das Ende letzten Jahres nochmal bei der Berliner Senatsverwaltung abgefragt, auch vor dem Hintergrund nämlich, wie viele Menschen hier verunglücken. Die Zahlen sind, finde ich, eklatant, was die Zahl an Unfällen pro Jahr betrifft, Radfahrer wie Fußgänger. Und das ist einfach Zeichen schon genug, dass wir hier eine Veränderung brauchen. Okay, und ich hatte ja gefragt eben nach den Stichworten, also Fahrradverkehr, Straßenverkehr und also warum ist das eine Nahtoderfahrung, hast du erläutert, ist es denn hier angenehm auch irgendwie spazieren zu gehen oder einzukaufen oder ähnliches? Das ist vielleicht eine etwas schlechte Überleitung, weil du ja ein sehr dramatisches Thema angesprochen hast, aber wir möchten das ganze Thema etwas eben größer fassen. Ja, ich habe das gerade vergessen, diesen Übergang zu machen, aber es gehört ja tatsächlich zusammen. Also diese Stimmung, wenn ich mich im Verkehr hier bewege, die kann ich ja auch spüren, wenn ich, sage ich mal, zu Fuß am Tempelhofer Damm lang gehe oder wenn ich hier zum Einkaufen komme. Und da muss man einfach sagen, hat der Tempelhofer Damm in den letzten Jahren eine relativ schlechte Entwicklung genommen. Zum einen durch eine Erhöhung der Fahrzeuganzahl pro Tag, durch immer stärker werdende Stausituation und dadurch eine immer schlechter werdende Luftverschmutzung. So, nicht ohne Grund ist man hier auf Tempo 30 gegangen, um dem Thema Luftverschmutzung Herr zu werden. Und insgesamt muss man einfach sagen, dass sich aus ganz vielen Aspekten, die vom Verkehr herführen und herrühren, eine schlechte Aufenthaltsqualität entwickelt hat. Zum einen, was Luftqualität betrifft, zum anderen aber eben auch, wenn ich nur langlaufe. Und das Ganze schlägt sich aber auch eben nieder in dem, was ich hier am Tempelhofer Damm vorfinde. Also die Frage, die ich hier häufig mit Nachbarn bespreche, ist, sie haben halt keine Lust, wirklich zum Tempelhofer Damm zu gehen. Sie machen es, weil sie müssen. Da ist nun mal der Supermarkt so oder da ist der Schneider oder das Tabakgeschäft oder was auch immer. Aber sie wollen da nicht bleiben. Also der Tempelhofer Damm lädt einfach nicht ein, dass er hier so ein Kiezzentrum ist oder die Einkaufsstraße des Südwestens. Und deshalb, ja, da gibt es eine große Herausforderung, die zu lösen ist, die aber mit einer Veränderung der Verkehrssituation mit betrachtet und gelöst werden könnte. Wenn die Vision, dass man mehr Leute aufs Fahrrad lockt, Wirklichkeit würde, dann würden natürlich auch weniger Leute mit dem Auto fahren. Dann würden zum Beispiel diejenigen Leute, die jetzt zum Tempelhofer Damm einkaufen fahren und die gegenwärtig noch das Auto benutzen, die würden auf dem Fahrrad sitzen. Das würde schon mal die Verkehrsbelastung, die Luftverschmutzung reduzieren.
Wenn wir zweitens den Nahverkehr noch unterstützen und ausbauen, dann würden auch diejenigen, die im Moment von Brandenburg kommend hier über den Tempelhofer Damm einpendeln, wahrscheinlich auch eher den Nahverkehr benutzen, weil das dann auch einfacher geht. Und schon ist der Verkehr noch mal niedriger. Das heißt, Angebote an solche umweltfreundlichen Verkehrsmittel wie das Radfahren oder den Nahverkehr führen dazu, dass der Autoverkehr auch abnimmt und dass die Umstände besser werden. Wir brauchen uns also jetzt keine Gedanken machen, wie wir zum Beispiel den Tempelhofer Damm mit dem Ist-Verkehrsstrom so belassen, wie er ist und wie wir jetzt noch Fußgänger und Radfahrer irgendwie schützen, also am besten noch hinter irgendeine Schallschutzmauer oder in irgendeinen Luftkanal. Das brauchen wir alles nicht, sondern wir müssen zusehen, dass wir die Ziele der Verkehrswende umsetzen können. Das heißt, dass der Verkehr von umweltfreundlichen Verkehrsarten höher wird und dass der Verkehr von umweltschädlichen Verkehrsarten geringer wird. Das geht durch gute Angebote und hier und da muss natürlich auch mal Fläche umverteilt werden. Das ist übrigens ein Aspekt, der jetzt gerade beim T-Damm stattfindet, also Umverteilung von Fläche vom Kfz-Verkehr zum Radverkehr und Fußverkehr. Und damit wird ein bisschen gezogen und ein bisschen geschoben. Und das ist meines Erachtens der richtige Weg. Mhm. Dann würde ich das auch nochmal weitergeben an dich, Philipp. Du bist ja Mitglied des Abgeordnetenhauses und damit bist du also hier auf jeden Fall auch in der Rolle des Politikers, also du vertrittst quasi diese Rolle. Wie wird denn politisch an solche Themen herangegangen? Also wie wird zum Beispiel Verkehrswende, aber auch ganz explizit der Tempelhofer Damm im Abgeordnetenhaus, im Verkehrsausschuss oder ähnliches diskutiert? Also wie geht man denn daran? Das ist eine gute Frage, die aber relativ schwer zu beantworten ist. Also, wir haben, die Frage ist, ja, wie beantworten, also ich habe eine Idee. Also das eine ist, wir haben Notwendigkeiten innerhalb der Entwicklung der Stadt, die alle durchaus zur Kenntnis nehmen, sei es Verkehrsthematik, Klimathematik, Umweltthematik. Und dann gibt es aber unterschiedliche Zugänge. So, und wir haben Diskussionen zwischen verschiedenen Fraktionen und wir haben aber einen Vorteil und das ist, dass wir eigentlich innerhalb der Koalition, der regierungstragenden Fraktion, einen Konsens haben, dass wir die Verkehrswende brauchen. Aus unterschiedlichen Gründen, die ich gerade als Thema genannt habe. Und jetzt gibt es aber dann eben eine Diskussionslage, die ich bezeichnen würde mit Sache trifft auf Ideologie. Oder Vermutung. Und da wird es dann immer knifflig. Und da wird es sogar in den eigenen Reihen knifflig. Nämlich in der Frage, wir haben klar gesteckte Ziele und leiten Maßnahmen daraus ab, wie wir zu diesen gesteckten Zielen kommen. Also Reduzierung der Umweltbelastung, Veränderung Verkehr, Mobilitätswende. Und die Herangehensweise ist dann eigentlich, dass man sehr lange darüber diskutiert im Theoretischen auf Landesebene, wir ein tolles Mobilitätsgesetz beschlossen haben, was wegweisend war, aber was erstmal ein schöner Text war. Und die Frage ist, wie kommen wir davon in die Praxis? Und dann sind wir ganz schnell bei einem Berlin-ureigenen Problem, nämlich der Frage, wer ist eigentlich zuständig? So. Und ich sag mal so, das hat dann weniger was mit Diskussionen im politischen Raum zu tun, weil da ist der Rahmen abgesteckt, da gibt es einen klaren Handlungsauftrag, es gibt sogar Geld dafür. Und dann kommen wir aber in der Praxis eben an die Umsetzung und da scheitert es im Moment oder hapert es manchmal zum einen daran zu klären, wer ist tatsächlich zuständig. Da beginnt das berühmte Ping-Pong-Spiel zwischen Land und Bezirken. Aber auch natürlich haben wir Herausforderungen damit und die werden auch wiederum dann politisch diskutiert. Wer macht das eigentlich? Also für neue Projekte brauche ich in der Regel auch neues Personal. Es muss akquiriert werden. Damit wissen wir, haben wir ein Problem in Berlin, Schwierigkeiten und ein Problem, weil Besetzungsverfahren zu lange dauern etc. So, und in so einer Gemengelage wird es diskutiert. Und dann kommt natürlich die Diskussion, die wir politisch schon mal geführt haben zur Findung der Zielsetzung, kommt natürlich dann auch auf der, sage ich mal in Anführungszeichen, Straße an, wenn es nämlich an konkrete Projekte geht. Auch dann treffen Menschen aufeinander in Beteiligungsverfahren, die zum einen klar das Ziel verfolgen oder eben klar dagegen sind, aus diversen Gründen. Und ich glaube, wenn wir diese politische Diskussion ernst nehmen,
und versuchen, daraus was zu lernen, ist es, dass wir in der Frage der Verkehrswende und Mobilitätswende nicht vom Ziel abweichen dürfen, sondern da müsste eigentlich noch mehr passieren und mehr Tempo rein, aber wir insgesamt mehr Ressourcen dafür aufbrauchen müssen, nämlich dahingehend zum einen die Umsetzung zu stärken und zum anderen aber auch die Menschen mitnehmen zu können. Also ihnen, Menschen in unserer Stadt, erklären zu können, welche Vorteile haben sie davon, wie gelingt die Verkehrswende auch bei ihnen persönlich und so weiter. Das ist, glaube ich, das, was ich unter dem Stichwort wie läuft die politische Diskussion und Entscheidungsfindung ab, mit beschreiben würde. Okay, also ich werde nochmal darauf zurückkommen. Vielleicht an dich, Jens, ich weiß nicht, du willst was dazu sagen. Ich stelle aber trotzdem nochmal die Frage, weil ich denke, dass wir dasselbe meinen. Wie stehst du irgendwie zu dieser Position? Denn du bist ja Vertreter eines Netzwerks. Ihr habt ganz konkrete Interessen. Ihr seid im Prinzip das Netzwerk Fahrradfreundliches Tempelhof Schöneberg. Das ist relativ klar. Ihr seid für ein fahrradfreundliches Tempelhof Schöneberg. Wie schaut eure Arbeit aus? Wie ist vielleicht auch das Netzwerk entstanden? Aus welcher Motivation? Und ich denke, das willst du natürlich eine Position beziehen eben zu diesem Thema. Sag uns was dazu. Das Netzwerk ist entstanden 2017, nachdem der Volksentscheid Fahrrad erfolgreich war und nachdem praktisch die Arbeit sich auch zunehmend in die Bezirke verlagert hat, dann zu den konkreten Projekten des Verkehrs, des Radverkehrs insbesondere. Und mit dem Mobilitätsgesetz ist ja dann praktisch eine Zielbeschreibung verabschiedet worden, wo drinnen steht, dass man bis zum Jahre 2030 bestimmte Radinfrastruktur, zum Beispiel Radschnellverbindungen, Radverkehrsanlagen an Hauptstraßen, ein Vorrangnetz schaffen möchte. Und das haben wir uns zum Anlass genommen zu schauen, was davon muss jetzt in Tempelhof Schöneberg umgesetzt werden und haben uns bemüht darum, an konkreten Projekten wie dem Tempelhofer Damm oder Fahrradstraße Belziger und Monumentenstraße und weiteres die Dinge voranzubringen, zu fordern einerseits, auch konstruktive Vorschläge einzubringen und vieles mehr. Und wir sehen das nun seit 4 Jahren und erkennen, dass von den Zielen, die im Mobilitätsgesetz stehen, praktisch nahezu nichts in unserem Bezirk umgesetzt wird. Und da möchte ich auch nochmal auf die tatsächlichen Probleme zu sprechen kommen, die wir auch sehen, die im ganzen Land Berlin letztlich da sind. Wir haben als Changing Cities vor kurzem mal eine Bilanz gezogen. Was ist denn bis Ende 2020 oder im Jahr 2020 tatsächlich auf die Straße gekommen? Und wir haben festgestellt, über den Daumen gepeilt, also wir haben es auch ein bisschen genauer nachgerechnet, dass nur etwa ein 1/20 dessen, was eigentlich im Jahre 2020 nach Mobilitätsgesetz an Radinfrastruktur geschaffen werden müsste, tatsächlich geschaffen wird. Wir müssen also um den Faktor 20 schneller werden. Das ist sehr viel und das zeigt auch, wie weit wir vom tatsächlichen Erfüllen der Dinge, die im Mobilitätsgesetz sind, welchen großen Abstand wir da haben. Und da hapert es eben nicht nur an hier und da mal einer fehlenden Person in der Verwaltung, sondern da hapert es ganz grundlegend. Erstens, die Geschäftsprozesse sind viel zu umständlich. Das heißt also, wir brauchen für Planungsprozesse, insbesondere durch die Verantwortlichkeiten oder Nichtverantwortlichkeiten an vielen Stellen, viel zu lange. Da werden Papiere zigmal hin und her gereicht, dann gehen sie mal verloren, dann liegen sie da Monate. Das sind Ineffizienzen, die würden wir die so weiterführen, führen die dazu, dass wir von dem Mobilitätsgesetz zum Schluss vielleicht 5% schaffen. Das können wir so nicht lassen. Zweitens, wir haben das tatsächliche Thema der Personalressourcen sowohl auf der Landesebene wie auch auf der Bezirksebene. Im Moment ist es ja so, dass ein Großteil der Aufgaben, die tatsächlich draußen gebaut werden müssen, vom Bezirk gebaut werden müssen. Da plant vielleicht das Land Dinge vorweg, zum Beispiel an einer Hauptverkehrsstraße, aber der Bezirk muss zum Schluss die Ausschreibung auf den Markt bringen für die Bauleistungen und muss den Bau konkret beaufsichtigen und durchführen mit einer Baufirma zusammen. Dafür ist ja überhaupt kein Personal da. Wir haben ja in Tempelhof Schöneberg im Moment noch eine schlechtere Personalsituation als am Anfang der Legislaturperiode. Das heißt, alles das, was, selbst wenn man sich im Senat jetzt überlegen würde, was man alles und planen würde, was man auf die Hauptstraßen Tempelhof Schönebergs bringen möchte, wir könnten es gar nicht auf die Straße bringen. Und genauso sehen auch die Bilanzen der letzten Jahre aus. Da haben wir im 100-Meter-Bereich 300 Meter, 700 Meter mal Radverkehrsinfrastruktur pro Jahr geschaffen, wo wir eigentlich 12 Kilometer, 14, 15 Kilometer pro Jahr schaffen müssten. Also wir sind da wirklich himmelweit von entfernt. Deswegen muss sich die Politik darum kümmern, dass sie
die Verantwortlichkeiten klar zieht. Das heißt, nicht diese Doppelverantwortlichkeit zwischen Bezirk und Land hin und her schiebend oder zum Schluss gar keinen Verantwortlichen habend, sondern das klar sortieren, zum Beispiel nach dem Motto Radschnellverbindungen, Vorrangnetz und Hauptstraßen macht das Land, Nebennetz und die gesamten Verbindungen niedrigerer Art, das sogenannte Ergänzungsnetz, das sind 1400 Kilometer in ganz Berlin, macht der Bezirk. Zum Beispiel ist ein Vorschlag. Das zweite Thema ist die Frage, muss man tatsächlich die Prozesse so zeitlich langziehen oder kann man sie straffen? Kann man da Dinge zusammenbringen? Das dritte ist das Thema, wie viel politischen und Beteiligungsprozess wollen wir uns leisten? Wir haben es jetzt am Tempelhofer Damm einmal durch. Wir haben also eine Wahlentscheidung getroffen im Jahre 2016. Ist eine Zählgemeinschaft gebildet zwischen Grünen und SPD. Die haben bestimmte Aussagen in ihre Zählgemeinschaftsvereinbarung gebracht. Dann gab es zweitens einen Einwohnerantrag, wo das Netzwerk Fahrradfreundliches Tempelhof Schöneberg Unterschriften gesammelt hat von Tempelhofer und Schöneberger Bürgerinnen und Bürger. Wer sich für einen sogenannten Verkehrsversuch am Tempelhofer Damm ausspricht, waren 2000 Leute, ist weit oberhalb der Schwelle, die nötig sind für einen Einwohnerantrag. Dann hat sich die Bezirksverordnetenversammlung damit beschäftigt und hat mehrheitlich beschlossen, am Tempelhofer Damm Radverkehrsanlagen zu schaffen. Dann wurde drittens ein Beteiligungsverfahren gemacht. Da sind über fast 2 Jahre lang Bürgerinnen und Bürger in Informationsveranstaltungen und in einer sogenannten Leitliniengruppe aufgefordert gewesen, dass sie ihre Gedanken und Ideen hier einbringen. Sie sollten sogar an diesem Beteiligungsprozess Vorgaben für die Planung machen und dann bei der konkreten Planung prüfen, wird die jetzt tatsächlich so umgesetzt. Das hat stattgefunden. Trotzdem sind jetzt 4 Jahre vergangen und es ist immer noch nichts auf der Straße. Warum ist der Prozess so lang? Es haben so viele Einflüsse der Bürgerinnen und Bürger stattgefunden, demokratische Prozesse wurden immer wiederholt und jetzt kommen tatsächlich andere politische Parteien und stellen sich hin und sagen, wir wollen noch mal eine Bürgerbeteiligung. Wir wollen jetzt jeden einzelnen Schritt, der auf dem Tempelhofer Damm realisiert werden soll, nochmal abgesegnet bekommen von weiteren Bürgerbeteiligungen. Beteiligung ist wichtig, das muss auch sein, ich will die nicht kritisieren. Ich möchte aber sagen, es muss fokussiert sein. Das heißt, wenn man die Beteiligung durchgeführt hat und es kommt zu einem Ergebnis, dann muss man tatsächlich auch das Ergebnis akzeptieren und muss es jetzt umsetzen. Man darf sich nicht in die Beteiligung flüchten, nur um zum Schluss nichts mehr machen zu müssen. Das führt nämlich zum Schluss dazu, dass wir von dem großen Ziel Klima schützen, Verkehrswende betreiben, attraktive Angebote für den Radverkehr und für den ÖPNV und für den Fußverkehr schaffen, so weit entfernt sind, dass wir gar nichts schaffen. Da hat er recht. Und zwar auf ganzer Linie. Okay. Du hast ja ein paar Punkte genannt. Philipp, ich habe ja gerade eben gesagt, ich werde nochmal auf dich zurückkommen. Ich persönlich finde es immer schwer, als Einzelperson eine ganze Partei zu vertreten. Deswegen will ich das mal von der Seite anfangen. Was sind deine konkreten Anhaltspunkte, Umsetzungen, Handlungen, damit das eben besser wird? Du hast selber gesagt, es ist so, leider. Was ist dein Anliegen, dein persönliches? Wie setzt du, wie beteiligst du dich daran politisch, damit die Dinge umgesetzt werden? Also ich rede zum Beispiel von Unterstützung von Bürgerinitiativen. Das ist zumindest das Erste, was mir einfällt. Oder andere Dinge. Also was machst du als Person, als Abgeordneter, damit das in deinem Sinne auch in einem politischen Überlegungen dann auch besser wird? Ich mache es am Beispiel hier, Tempelhofer Damm, ne? Genau. Naja, also das passiert auf mehreren Ebenen. Das eine hast du gerade selber gesagt, das ist ein Austausch mit Initiativen, Anwohnerinnen und Anwohnern, die sich für das Thema engagieren, die daran interessiert sind. Ich habe das aber auch all denjenigen angeboten, die Gespräche, die nicht daran interessiert sind. Also die Frage, es voranzubringen, ist erstmal, es zu verstehen, was hier eigentlich die Gemengelage ist. Das ist ein fortlaufender Prozess, mache ich auch weiterhin. Und dann ist das andere, dass man gucken muss, auf welcher Ebene ist man unterwegs. Das wurde ja gerade beschrieben, wo liegen gerade die Umsetzungsschritte, was ist alles passiert. Und unsere Rolle vom Land aus ist, dass wir natürlich gucken müssen, welche Instrumente haben wir in der Hand, um solche Prozesse zu unterstützen. So, und das eine ist, dass wir ja Rahmenbedingungen schaffen müssen, dass das Ganze stattfinden kann. Das heißt, das ist die gesetzliche Grundlage und das ist die Frage Finanzen. So. Da habe ich auch immer wieder in allen Haushaltsberatungen, die wir geführt haben, immer wieder auch in Absprache mit unserer BVV-Fraktion hier im Rathaus Schöneberg nachvollzogen, wie sieht es um die finanziellen Rahmenbedingungen aus und wenn nicht, haben wir darum
gestritten und gerungen, dass sie kommen. Und das andere ist, dass man dann in der Umsetzung schauen muss, woran hängt es. Und da sind eben die zwei Punkte, die gerade auch schon angesprochen wurden, die mich lange beschäftigen. Das eine ist das Personalthema, wo ich mit den zuständigen Stadträten hier im Bezirk, Stadträtinnen, Frauen sind es hier, auch immer wieder im Gespräch war, um zu klären, wie können wir ihnen helfen. Wie können wir von Landesseite aus dazu kommen, dass hier tatsächlich mehr Personal zur Verfügung steht, um die Umsetzung der Aufgaben zu gewährleisten. Das ist eine Möglichkeit, die wir haben. Und das andere ist, die Frage zu stellen, wie kriegen wir Verwaltungshandeln gestrafft, modernisiert und projektorientiert, würde ich es in dem Fall nennen. Also wir haben so und so viele Kilometer Fahrradweg zu bauen. Wie kriegen wir dort Prozesse zusammengelegt etc. pp. Das sind Dinge, die wir machen können von Landesebene aus, die ich auch jetzt seit über 4 Jahren immer wieder getan habe. Und ansonsten kann man der Verwaltung immer nur ein bisschen auf die Finger klopfen und genau hinschauen, was passiert da gerade. Und ihnen deutlich machen durch Anfragen, durch persönliche Gespräche mit Mitarbeitern, aber auch den Verantwortlichen in den Ämtern, dass wir genau hinschauen und dass wir die Umsetzung dessen, was wir beschlossen haben, ja als Gesetzgeber dieses Landes auch sehen möchten. So. Und das ist dieser permanente Austausch, den man am Ende hat zwischen Rahmenbedingungen schaffen und Umsetzung kontrollieren. Und bei der Umsetzungskontrolle stellen wir eben genau das fest, was gerade beschrieben wurde, wo wir dann anfangen, auch als Abgeordnete ja, versuchen zu vermitteln. Eben auch zwischen dann Verwaltungsebenen. Hier in dem Fall ist es ja die Verwaltung von Frau Heiß. Und wo wir dann versucht haben, sie mit der Finanzverwaltung auf Landesebene zusammenzubringen, die für Personal zuständig ist. Wie kriegt man da auch mit der Bezirksbürgermeisterin, die für das Bezirkspersonal zuständig ist, Systeme und Verfahren hin, um eben Einstellungen zu ermöglichen? Nur als ein Beispiel. Okay, dann du hast ja ein paar Stichworte genannt. Also es geht um grob gesagt Zusammenarbeit. Deswegen auch die Frage an dich gerichtet, Jens. Du hast jetzt eben viel kritisiert und Philipp hat es auch bestätigt, zu Recht. Wie sieht denn eure politische Arbeit aus? Also habt ihr da einen Kommunikationsprozess, vielleicht mit dem Bezirksamt auf Landesebene? Wie setzt ihr euch dann eben politisch ein? Erstmal unabhängig der sagen wir mal, gesellschaftlichen Forderungen. Wie ist eure politische Arbeit? Wir sind sehr häufig mit dabei und vertreten in Gremien, die sich mit den Verkehrsthemen beschäftigt. Das ist unter anderem der bezirkliche Fahrrad mit T hinten. Das ist ein Gremium, wo insbesondere Fahrradthemen im Kontext der politischen Parteien aus der Bezirksverordnetenversammlung Tempelhof-Schöneberg und aus der Verwaltung ausgetauscht wird. Das ist ein beratendes Gremium. Wir gehen mit in den Verkehrsausschuss. Da sind wir zwar nicht sprechberechtigt, aber hören sehr aufmerksam zu. Wir sind natürlich auch im direkten Kontakt mit den Abgeordneten und das tun wir auch auf Landesebene, wo wir als Changing Cities uns natürlich mit den jeweiligen Politikerinnen und Politikern auch kurz schließen, um dort gewisse Fachkompetenz aus dem Teil der Radverkehrsthemen einerseits, aber auch aus der generellen Entwicklung zu einer lebensfreundlicheren Stadt versuchen einzubringen. Insoweit sage ich mal, an dieser Kommunikation scheitert es nicht, sondern es ist meines Erachtens wichtiger, dass man dass alle gemeinsam zielführend auf das Thema Verkehrswende hinarbeiten und das, was zum Beispiel als konkretere Ziele in dem Mobilitätsgesetz stehen, dass alle gemeinsam daran arbeiten, das auch wirklich umzusetzen. Und das muss meines Erachtens sich in der nächsten Legislatur deutlich verbessern. Also in diesem Tempo können alle Beteiligten, dazu zählen die Politiker, aber die Verwaltung des Landes und der Bezirke nicht weiterarbeiten, weil wir dann am Ende nenne ich jetzt mal den Zeitraum 2030 als Zielhorizont, wie er im Mobilitätsgesetz steht, weil wir dann vor einem desaströsen, viel zu kleinen Ergebnis stehen werden. Und da werden wir feststellen müssen, wir haben versagt, wir haben insbesondere versagt in Bezug auf den Klimaschutz. Philipp, jetzt möchte ich das ein bisschen umdrehen, weil ich hatte ja Jens quasi als Vertreter bürgerlicher Anliegen, so würde ich das mal irgendwie zusammenfassen, nach der Politik gefragt. Jetzt möchte ich dich als politischer Vertreter nach den Bürgern fragen. Also wie sind denn eigentlich die Positionen der Anwohnerinnen und Einwohner, der Geschäftstreibenden, der Fahrradfahrer in Tempelhof-Schöneberg, die nahe oder am Tempelhofer Damm
leben eben oder fahren. Also auch ganz allgemein, wie sind die Fahrradwege? Du hast es ja selber gesagt als Fahrradfahrer, das ist sehr gefährlich. Wie ist die Position der Bürger? Ja, die lässt sich vielleicht damit zusammenfassen, dass ich hier in den Jahren, wo ich Gespräche hier im Büro oder auf der Straße geführt habe, eigentlich keinen getroffen habe oder keine, die mit der Situation am Tempelhofer Damm, in welchem Thema auch immer, zufrieden war. Da ist so eine Grundunzufriedenheit da mit ganz vielen Themen, die eben da zusammenkommen. Und die Anliegen sind dann aber sehr unterschiedlich. Es sind sehr viele Menschen, die eben das Thema Fahrradwege thematisieren, aber eben auch das Thema Gehwege, also welche Aufenthaltsqualität gibt es da. Und die Bandbreite geht aber eben auch zu Gesprächen darüber, wie ist die Situation für Menschen, die hier auf ein Auto angewiesen sind. Oder man muss auch einfach sagen, die Lust auf Autofahren noch haben, die natürlich auch sich ihre Gedanken machen. So, und mit denen spreche ich genauso. Und wir beschäftigen uns dann in diesen Gesprächen auch damit, was ist die Parkplatzsituation? Wie ist tatsächlich die Frage von, brauche ich das Auto, um hier noch zum Tedam zu fahren? Kriege ich überhaupt einen Parkplatz? Und bei den Gewerbetreibenden ist es die Frage, Anlieferung, was macht Kundenkontakt? Wie kommen Kunden überhaupt zu mir? Das sind so stichpunktartig Sachen, die hier in den Gesprächen aufkommen. Und ich glaube, um das nochmal anzuknüpfen, worüber wir gerade gesprochen haben, ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir nicht vom Ziel abrücken. Das ist, glaube ich, klar definiert und ist gut. Aber wo wir auch noch mehr investieren müssen, ist eben in die Erklärung und die Mitnahme unserer Gesellschaft, um dieses Ziel zu erreichen. Also die Frage, wenn ich mit denjenigen hier spreche, die zum Beispiel aufs Auto angewiesen sind, dass ich mit denen auch noch mal stärker ins Gespräch komme, in den Austausch komme, auch als Verwaltung. Wie kriege ich sie mitgenommen auf diesem Weg der Mobilitätswende? Wie kann das hier auch ganz standortkonkret am Tempelhofer Damm gelingen? Und ich glaube, dass wir da auch noch eine Hausaufgabe haben. Ich bin zum Beispiel und wir als Linke hier im Bezirk auch nicht der Meinung, dass wir jeden Prozessschritt bei der Umgestaltung des Tedams über ein neues Beteiligungsformat begleiten müssen. Ich glaube aber, was uns gut tun würde, dass wir quasi Gesprächsangebote machen, nämlich im Sinne von Erklärungen zu geben und Menschen Anlaufpunkte zu geben, so wie wir das bei anderen Projekten auch hier im Bezirk haben, wo ich einfach hingehen kann und mich informieren kann. Oder dass es Infostände auf der Straße gibt, die Menschen auch nochmal Informationen zukommen lassen und auch vielleicht Hilfestellung. Also bei der Frage zum Beispiel, die hatte mich erst letzte Woche wieder erreicht. Kam eine Frau zu mir, die ist etwas älter, hat gesagt, ich möchte mein Auto abgeben. So. Aber ich fühle mich hier zum Beispiel auch im Stadtteil nicht ganz gut ohne Auto. Er hat einen privaten Parkplatz, Gold wert, hier in Alt-Tempelhof. Aber sagt, ich komme zum Beispiel, wenn ich auf meinen Rollator angewiesen bin, über die Fußwege ganz schlecht zur U-Bahn vor. Und das macht einfach so dann nochmal eine Dimension des Themas auf, der man sich dann, wenn man die Mobilitätswende möchte, auch stellen muss. Und dann nochmal genauer zuhören muss, warum Leute vielleicht da noch Befürchtungen haben oder Sorgen haben. Und dann kriegt man, glaube ich, eine Dimension hin, die es gelingen kann, dass dieses Projekt, was vom Tedam verstärkt ausgeht, auf den gesamten Stadtteil auch noch ausstrahlen kann und vielleicht auch für alle eine Verbesserung bietet. Mhm. Also wir haben ja das Thema relativ politisch gefasst, zu Recht, deswegen sind wir hier. Ich möchte aber nochmal da anknüpfen, Philipp. Du hast ja jetzt das Beispiel mit der alten Dame erzählt. Meine Interpretation dessen wäre, dass das schon zur Verkehrswende dazugehört. Wenn wir davon ausgehen, dass weniger Leute Fahrrad fahren, weniger Leute Auto fahren, dann müssen natürlich die Gehwege, die zur U-Bahn zu kommen oder ähnliches, natürlich auch etwas breiter sein, also insgesamt zugänglicher. Erst dann wird sich zum Beispiel so eine alte Dame dann eher entscheiden, das Auto abzugeben. So, das ist jetzt aber unsere Diskussion und die Frage an dich, inwieweit nehmen die Leute das denn politisch auf? Das heißt, das sind persönliche Anliegen, ich komme nicht zur U-Bahn.
Punkt. Das wäre nicht schlecht. Inwieweit wird es denn politisiert? Also inwieweit entsteht da quasi eine politische Bewegung? Vielleicht entstehen Bürgerinitiativen. Also wie reden die Leute in Tempelhof Schöneberg, am Tempelhofer Damm, politisch über das Problem? Also es ist hochpolitisiert, weil es einen Kernbereich des Lebens betrifft, nämlich wie komme ich von A nach B? Und das ist ein alltägliches Thema für alle, die wir hier auch gerade am Tisch sitzen. So, und es wird uns Zeit unseres Lebens beschäftigen. Und so unterschiedlich wir uns fortbewegen, so unterschiedlich sind die Meinungen dazu. Und auch, sage ich mal, die Belastungshöhe, die wir einzeln erfahren, mit den Situationen umzugehen. Also es gibt hochengagierte Menschen in den Fahrradinitiativen, die auch aus persönlicher Erfahrung richtig aktiv geworden sind. Bin dem Thema auch durch persönliche Erfahrung sehr viel näher gekommen. So. Und auf der anderen Seite gibt es diejenigen, die eine andere Sichtweise haben und für die genauso streiten. Und deswegen haben wir hier zum Beispiel eben nicht nur ein Netzwerk für das fahrradfreundliche Tempelhof Schöneberg, sondern inzwischen auch eine Initiative, die Unterschriften sammelt zum Erhalt von Parkplätzen am Tempelhofer Damm, die auch eine relativ große Zustimmung bekommt. Und jetzt ist das Politische daran, dass sich natürlich da Parteien dranhängen oder Parteien diese Meinung auch forcieren und heraufbeschwören und unterstützen. So, und die Diskussion dann in einem Maße geführt wird, die schwarz-weiß ist. Und das ist jetzt so der Konflikt, an dem wir zum Teil gerade sind, weil sich das so ein bisschen aufschaukelt. Und ich erlebe das zumindest hier am Büro, dass man durchaus, das klingt immer sehr hart, aber es gibt schon so eine kleine Spaltungstendenz zwischen denen, die sagen, nee, das Auto muss hier bleiben und es muss autogerecht bleiben, und die anderen, die sagen, wir brauchen Veränderung. Zum Glück, sage ich mal, aus unserer Sicht, auch politischen Sicht, ist die Mehrheit für die Veränderung. Und trotzdem ist es eine Auseinandersetzung, die wir dann auch aus Verantwortung, aus politischer Sicht führen müssen, dass wir die Menschen nicht gegeneinander ausspielen, sondern versuchen mitzunehmen. Und deswegen sage ich immer wieder, müssen auch darüber Gespräche führen. Weil zum Beispiel die Frage der Bürgerinitiative, die sich um die Parkplätze kümmert, direkt am Tempelhofer Damm wird immer gespielt mit der Zahl 300 Parkplätze fallen durch die Fahrradwege weg. Ich glaube, das Netzwerk hatte persönlich nachgezählt und nachgerechnet, es sind knapp über 200, die wegfallen. So, macht nochmal eine andere Relation auf. Aber die Frage, die dort ja immer mitspielt, wie entscheidend sind diese Parkplätze für diesen Stadtteil? So, wie entscheidend sind sie für Gewerbetreibende? Und da muss man einfach sagen, da trifft Faktenlage und Sachlage auf eine eher ideologische Betrachtung des Autos und der Parkplätze und ein Bild, was durchaus veraltet ist. So. Und damit muss man sich jetzt politisch auseinandersetzen und Gespräche führen. Und vielleicht ist es provokant, aber das ist mein letzter Satz dazu. Ich habe viele gefragt, auch Gewerbetreibende, aber auch eben Anwohnerinnen, wie oft sie direkt vor dem Geschäft, wo sie am Tempelhofer Damm einkaufen wollten, den Parkplatz auch gefunden haben und bekommen haben. Zu 99% konnten die Leute mir dazu keine Antwort geben, weil das in der Regel nicht klappt. Der Tedam ist zugeparkt gewesen. So. Und wenn ich zum Tedam einkaufen wollte, dann habe ich entweder woanders geparkt, im Parkhaus geparkt, in den dreien, die es hier gibt, oder ich bin einfach, ich persönlich zum Beispiel, mit dem Fahrrad gekommen oder zu Fuß oder mit der U-Bahn. So, und damit wird aber gespielt. Und damit müssen wir uns politisch auseinandersetzen. Ich möchte das dahingehend mal ergänzen, diese jetzt wegfallenden Parkplätze im Kontext der Radverkehrsanlage auf dem Tempelhofer Damm. Wir hatten es gezählt, 209, glaube ich, und seien es meinetwegen 300. Wir haben den Bereich 500 Meter links und rechts des Tempelhofer Damms mitgezählt, haben überlegt, im Laufbereich des Tempelhofer Damms, wie viele Parkplätze sind da. Da sind 8000 Parkplätze insgesamt, inklusive der Parkhäuser, exklusive der privaten Parkplätze auf eigenen Höfen. Das sind irgendwo zum Schluss 2,5 bis 3% der Parkplätze, die durch den Tempelhofer Damm wegfallen. Es ist also keine 100-0 oder Schwarz-zu-Weiß-Entscheidung, sondern es wird im Grunde genommen ein sehr, sehr kleiner Teil der Fläche
zugunsten der Sicherheit von Radfahrenden umverteilt und der Autofahrer merkt zum Schluss fast nichts, dass sich hier irgendwas für ihn wesentlich verschlechtert hat, weil die Zahl der Parkplätze weiterhin hoch bleibt, weil die zwei Fahrstreifen durchgängig auf diesem Teil bleiben, weil in dem Projekt zu der Radverkehrsanlage sogar mehr Lieferzonen eingerichtet werden, als jetzt vorhanden sind. Das sind eigentlich alles Aspekte, die das Ganze abmildern. Und wer das jetzt so schwarz-weiß darstellt, verfolgt letztlich auch ideologische Gründe, sag ich mal, dass er das natürlich jetzt besonders schlecht machen möchte. Legitim kann er machen gerne oder kann sie machen, aber man muss es dann wirklich als Politiker oder Politikerin jetzt nochmal in den richtigen Rahmen setzen und muss sich überlegen, ist das jetzt wirklich der Weltuntergang für die Autofahrer oder haben wir hinterher vielleicht nur eine kleine Nuance an Änderung, die aber einen großen Sicherheitsgewinn für den Radverkehr bringt. In diesem Kontext muss man das im Kleinen für den Tempelhofer Damm einordnen und muss man es auch im Großen, im ganzen Radnetz in Berlin einordnen. Es geht nicht darum, den gesamten Autoverkehr hier zu verbieten oder so stark einzuschränken, dass die Senioren, die jetzt mit dem Rollator irgendwo hin muss, nicht mehr mit dem Auto fahren kann. Es geht darum, von dem Autoverkehr vielleicht irgendwo 5 oder 10% auf den Radverkehr zu locken, also 5 oder 10% im Modul Split-Anteil auf den Radverkehr zu locken. Und damit den Radverkehrsanteil stark zu erhöhen. Das können diejenigen sein, die dazu fit und in der Lage sind, die sich auch leicht mit dem Rad bewegen können und für die das eine leichte Entscheidung ist. Das werden sicherlich nicht diejenigen sein, die gar nicht Radfahren können, die vielleicht durch körperliche Behinderungen oder andere Dinge daran gehindert sind. Die können weiter Auto fahren. Im Übrigen ist auch so, dass wenn Leute vom Auto hin zum Rad gehen, werden die Straßen auch leerer. Und diejenigen, die wirklich müssen, auch mit dem Auto vorankommen, die werden auch leere Straßen vorfinden. Insoweit ist die Diskussion manchmal wirklich ein bisschen schwarz-weiß geführt und ist meines Erachtens nicht zielführend. Okay, also wir sind jetzt schon sehr ins Detail gegangen. Ich denke, darüber kann man wirklich stundenlang sprechen, weil die Sache natürlich sehr komplex ist. Deswegen möchte ich eben zum Schluss kommen und für die Zuhörerinnen und Zuhörer eine Art Zusammenfassung leisten. Also ihr leistet diese Zusammenfassung. Deswegen versuchen wir mal mit der Frage, und du kannst ja quasi gleich weitermachen, Jens. Versuch mal mir zu beantworten und den Zuhörern und Zuhörern zu erklären, wie sind wir zu diesem Problem gekommen und was sind die Zukunftsperspektiven, was steht kurz-, mittel-, langfristig an, was muss getan werden? Ja, wir sind zu dem Thema gekommen, weil tatsächlich das Thema Klimaschutz und Verkehrswende auf der Tagesordnung steht und weil sich Berlin vor 3 Jahren konkrete Ziele mit dem Mobilitätsgesetz gestellt hat. Und diese Ziele müssen wir jetzt gemeinsam umsetzen. Und da sehen wir, dass wir im Moment noch im Stadtbezirk Tempelhof-Schöneberg viel zu langsam sind und das müssen wir beschleunigen. Und da gucke ich auch gleich in die Zukunft. Das ist das, wo sich jetzt sowohl die Politik, die Parteien dran machen müssen. Sie müssen jetzt schon im Wahlkampf klar erklären, wie sie zukünftig das Tempo für das Umsetzen des Mobilitätsgesetzes stark beschleunigen. Ich hatte vorhin den Faktor 20 mal gesagt, der steht wirklich auf der Tagesordnung. Wie sie da also rangehen wollen. Zweitens muss die Verwaltung für sich auch überlegen, wie sie Prozesse verschlanken kann, verbessern kann, damit es schneller vorangeht. Drittens sind auch Initiativen, Bürgerinnen und Bürger angesprochen, dass sie sich dafür engagieren. Und viertens natürlich jede Bürgerin, jeder Bürger selber. Wie kann ich mein Leben auch an die konkreten, ja, veränderten Umstände anpassen? Was kann ich unternehmen? Oder wo kann ich natürlich auch mein Leben so weiterleben wie bisher und mich da nicht von beeindrucken lassen? Das muss dann jeder für sich selber entscheiden. Das sind die Dinge, die jetzt vor uns stehen. Aber ich sage, die Aufgaben sind drängend. Wir sehen es an den Unwettern, wir sehen es an weltweiten Entwicklungen. Wir können uns jetzt nicht zurücklehnen und können sagen, das ist alles purer Luxus, das machen wir irgendwann mal später. Okay, Philipp, und auch an dich die Frage gestellt. Also vielleicht kannst du die Problemlage fassen. Wie sind wir zu diesen Problemen, die jetzt da sind, gekommen? Und was hältst du aus politischer Sicht auch, aber gerne auch aus persönlicher, als Fahrradfahrer, als Anwohner, also zumindest mit einem Büro, für zielführend? Also was ist deine Prognose für die Zukunft? Was muss getan werden? Ich will die Problemlage gar nicht nochmal so komplett aufreißen, weil ich glaube, die hast du gerade gut beschrieben. Und die Zielstellung für uns haben wir definiert über Mobigesetz, also Mobilitätsgesetz. Wir haben aber auch führen im Moment ja immer noch in Berlin auch eine Frage ums Klima. Wir haben den Klimanotstand ausgerufen. Wir haben viele große Fragen, die wir in Berlin thematisieren.
Und ich glaube, die zentrale Herausforderung für die Politik, auch in der kommenden Legislaturperiode, und eigentlich muss man auch darüber hinaus gucken, ist, nicht weiter darüber lange zu diskutieren, wie setzen wir die Ziele und wie müssen wir vielleicht da nochmal dran rumschrauben, sondern unser drängenderes Problem ist nicht die Zielstellung, sondern die Umsetzung. Und die Frage der Umsetzung ist eins, die wir jetzt relativ detailreich hier für den Tempelhofer Damm und den Stadtteil besprochen haben, aber die ist eine große Frage, die uns auch politisch seit etlichen Monaten, Jahren beschäftigt. Nämlich die Frage von, wie strukturieren Verwaltung, strukturieren wir Verwaltung, bauen sie personell auf, vollführen auch mit dem Personalkörper dieser Stadt, der für die Stadt da ist, auch einen Wandel durch, der es uns möglich macht, dieser Stadt gerecht zu werden und ihren Menschen, nämlich ihren Erwartungen, ihren Bedarf, Bedürfnissen, dem Bedarf, den sie äußern. Und da haben wir die Herausforderung eben zu klären, nämlich wie gelingt es uns, Prozessschritte zu optimieren, zu straffen? Wie kriegen wir ein zielorientierteres Arbeiten hin, auch ressortübergreifend? Also ja, es nützt einfach nichts mehr, wenn gefühlt die Brieftaube zwischen den einzelnen Verwaltungsebenen hin und her fliegt, sondern wir brauchen neue Ideen. Wir als Abgeordnete haben ja zum Glück die Möglichkeit, uns auch mit anderen, sag ich mal, Städten auszutauschen, wie die das machen. Eine Erfahrung, die ich zum Beispiel gemacht habe und das ist mir ein persönliches Anliegen seitdem, ist in Glasgow gewesen, wo eine sehr zielorientierte Projektarbeit möglich war. Unter anderem dadurch, dass ich das Ziel formuliert hatte, geguckt habe, wie kommen wir dahin, wen brauchen wir dafür. Und dann wurde nicht einfach losgelegt, sondern dann wurden die Leute zusammengezogen. Und dann wurden eben Verkehrsplaner, Umwelt oder Mitarbeiter des Umweltamts und so weiter und so fort zusammen in einen Bürokomplex gebracht. Muss kein Großraumbüro sein, aber kurze Wege, direkte Verständigung. Und ich persönlich mit der Beschreibung der Verantwortung und Herausforderungen, die wir haben, halte das für einen der Wege, die wir gehen sollten, nämlich genau zu gucken, wie wir Dinge zusammenführen können. Zum einen den Personalbedarf, die Verwaltungsstrukturen, damit wir in die Umsetzung kommen. So, mein persönlicher Zugang dazu ist, und das ist mein letzter Aspekt zu deiner Frage, ich glaube, dass wir ja in der, das, was wir hier gerade politisch machen, auch zusehen müssen, dass wir nicht allzu viel Raum für Diskussionen dahingehend lassen. Nicht, dass ich nicht diskutieren möchte, es macht mir Spaß, es ist auch befruchtend. Aber wir verlieren manchmal zu viel Zeit mit Diskussionen. Wir hatten das vorhin als Stichwort so leicht gehabt mit Bürgerbeteiligung und kommen darüber einfach nicht in die Umsetzung. Und wir müssen uns stärker konzentrieren auf das, was wir eigentlich machen müssen. Und manchmal heißt das auch, dass wir zum Beispiel als politische Verantwortungsträger, zum Beispiel auch im Bezirksamt, klarer Verantwortung übernehmen müssen. Und das ist, glaube ich, ein Credo. Wir geben Ziele aus und dann müssen wir für die aber auch stehen. Das muss auch etwas sein, was für die kommende Zeit gelten muss, weil ich kann zum Beispiel hier im Bezirk das Ressort Grünflächen, Straßenamt, Ordnungsamt übernehmen. Das sind so zentrale Punkte, um die es hier geht. Ich bin da mit einer Veränderung zum Beispiel angetreten. Dann darf ich nicht einfach immer nur aufs Behörden-Ping-Pong zurückspiegeln, wenn es darum geht, warum gehen Sachen nicht, sondern da muss Verantwortung übernommen werden. Und ich glaube, dass es uns gut tun würde, wenn wir diese Verantwortung zum einen einfordern und dann Menschen sich auch hinstellen und finden, die diese Verantwortung übernehmen wollen. Weil da fehlt einfach manchmal die Stringenz. Okay, Philipp, dann danke für das Statement. Ich bedanke mich bei euch beiden, Jens bei dir eben auch. Und hoffe, dass das sich bewegt spätestens in der nächsten Legislaturperiode. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke euch. Danke. Das war der Kiezfunk von der Linken Tempelhof-Schöneberg. Kommunal, lokal und dabei.
Vorgänge werden wir